Paper by 53 ist vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Name, aber die Zeichen-App ist schlicht genial. Beim Start werden dir all deine Hefte angezeigt, unter anderem auch mit einem Anleitungsheft, bei dem die wichtigsten Funktionen vorgestellt werden. Und hier hast du auch die Möglichkeit, das Buch zu löschen, weiterzugeben oder ein neues zu erstellen. Und wenn du auf ein Buch tippst, so kannst du da durch deine bisherigen Seiten hindurch tippen und auch hier kannst du einzelne Seiten oder Zeichnungen speichern als Bilder, dann kommt es in die Fotogalerie, du kannst es löschen oder du kannst selbstverständlich auch eine neue Seite öffnen. Mit einem Tipp drauf sind wir in der Oberfläche und du hast zugleich deine Werkzeuge bereit, die kannst du nach unten wischen, um die ganze Zeichenoberfläche für dich zu haben oder mit einem erneuten Wisch auch wieder in Erscheinung bringen. Beginne gleich einmal zu zeichnen. Der Füller hat einen eleganten, sich immer wieder verjüngenden Strich. Machen wir gleich noch eine Haifischflosse da in diese Wellen hinein. Ja, ich denke, diese Werkzeuge sind mehr oder weniger selbsterklärend. Dieses Werkzeug hier könnte man zum Schreiben benutzen. Das Pinselwerkzeug, das ist sehr elegant für das Kolorieren dann. Du siehst, es gibt so einen lasierenden Farbauftrag. Je schneller du darüber fährst, desto wässriger ist es. Wenn du erneut darüber gehst, so wird eine Schicht dazugelegt und die Farbe wird dann immer intensiver. Wenn du das rückgängig machen möchtest, einen Zurückbutton sieht man nicht, das ist viel eleganter gelöst, dann hältst du zwei Fingerspitzen, also Daumen und Zeigefinger, auf die Zeichenfläche und drehst einfach im gegen Uhrzeigersinn zurück. Und ebenfalls genial gelöst ist die Farbmischpalette. Da wähle ich nun irgendwie ein Grau oder so. Und da kannst du zwei Farben ineinander mischen. So, da mache ich noch ein bisschen mehr einen Blaustich. Und wenn ich so drehe, dann geht es wieder Richtung Blau oder wieder zurück Richtung Grau. Das ist mir jetzt nicht so gut gelungen, ist aber kein Problem. Wenn du die Finger spreizst, so aktivierst du den Zoom-Modus und hier kannst du jetzt mit dem Radierwerkzeug sehr bequem und ganz präzise die überschüssige Farbe wieder entfernen. Das sind mal die Grundwerkzeuge. Wenn du nach rechts wischt, so kommen die Diagrammwerkzeuge zum Vorschein. Hier kannst du ebenfalls Freihand zeichnen, aber diese Figuren werden dann automatisch zu geometrischen Figuren geschlossen. Ich mache es gleich mal vor für ein Rechteck. Versuche also möglichst überzeugendes Rechteck zu zeichnen. Mache gleich nochmals eines. Und mit dem Füllwerkzeug kannst du dazwischen tippen und diese Fläche wird automatisch ausgefüllt. Mit dem Schneidewerkzeug kannst du diese ganze Zeichnung auswählen und an einen anderen Ort drücken. Ja, du siehst, es ist wirklich sehr intuitiv und es lässt eigentlich keine Wünsche offen, was die Kreativität betrifft. Zu guter Letzt, hier sind wir wieder in der Übersicht und das Bild kannst du mit Bild teilen, über die üblichen Methoden speichern oder an andere Programme weiterliefern.